Willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Wir befinden uns auf der Leuchtturminsel. Mein Gott, ein schöner Versprecher. Und was hat der Plooper mitten in der Kamera zu suchen? Ich habe gerade eben übrigens offscreen ein paar Plooper besiegt und muss sagen, ja, wir werden es bestimmt eh noch sehen. Gut, und übrigens gerade eben, als ich die Konsole neu hochgefahren habe, euch ist ja ganz sicher klar, dass ich ich habe gedacht, das könnte ich vielleicht einfärben, dieses weiße Dings da auf der Tür. Naja, egal. Wir müssen in den Leuchtturm, um die, ich sag mal, das Ende der Welt heller zu machen. Ja. Und irgendwie kommt mir der Leuchtturm erinnert mich gerade volle Kanne an an diesen komischen Turm, der hinter dem Ionentor versteckt war. Erinnert ihr euch im zweiten Teil? Boah, exakt. Ne, wirklich, das sieht voll danach aus. Ach so, hier gibt's einen Lift. Okay. Diese Tür hier gibt's mal wieder. Haben wir schon gedacht. Aber das Spiel wendet sich jetzt irgendwie mehr Richtung richtiges RPG anstelle vom Jump'n'Run. Also die ersten Level waren ja wirklich sehr so auf Super Mario 3D Land World Style und jetzt wird es irgendwie immer mehr Richtung Paper Mario 1, 2, 3 Style. Das war nicht nach dem Pilz, aber. Wenn ich halt. Ah! Naja, ich habe eh schon genug Karten, dennoch wollte ich das Minispiel hier machen. Übrigens, gerade eben, ich habe zwischen dem letzten und dem Part hier natürlich die Konsole ausgeschaltet. Eben, die Parts werden eben an dem Tag hochgeladen, wo sie aufgenommen werden. Tja, und ich muss sagen, als ich den Level gerade eben kurz verlassen habe, ist ein Ganoven-Guy aufgetaucht, der aus dem Bonsai-Hain die Farbe raussaugen wollte. Den habe ich offscreen geplättet, weil diese Kämpfe immer das gleiche sind. Was? 100 Münzen? Ich habe genug von diesen Maxi-Pilzen. Das brauche ich nicht, mein lieber Leuchtturm-Tod. Ich habe jetzt eigentlich angenommen, dass der hier so ein bisschen verspukt oder von einem Monster heimgesucht wird, so wie es im Elliot und Isabella, ein Buch aus meiner Kindheit, der Fall war. Gut, Leuchttürme sind ja, oder auch bei Scooby-Doo mochte ich noch nie wirklich. Die Kiste sieht ziemlich stabil aus, selbst ein Schlag mit dem Hammer macht die wohl nichts aus. Da musst du wohl eine andere Technik anwenden, wenn du die Lösung ans Revers heften möchtest. Revers? Schon wieder eine Revers? Ja. Kann ich die ausschneiden? Was soll ich denn da machen, wenn ich fragen darf? Ich glaube, ich muss von oben irgendwas runter. Und wer hat da drin gesprochen? Ich sagte auch Leuchttürme. Bei Scooby-Doo war da halt irgendwas Mysteriöses. Scooby-Doo mochte ich noch nie, aber ich habe da einmal im Super RTL aus Zufall mal so eine Folge gesehen und da war irgendwas mit einem Leuchtturmmonster. Naja. Hey! Willkommen im Leuchtturm, Kumpel! Ich bin der Leuchtturmwärter! Ich will die Dunkelheit erleuchten, aber das Licht geht nicht an, weil es so einen Stromausfall gibt oder so! Ich weiß es ja auch nicht, ich bin kein Elektriker! Hoffentlich löscht diese Dunkelheit nicht auch das Licht in meinem Herzen! Warum können wir nicht mal jemanden treffen, der einfach nur ganz normal ist? Keine Sorge, Herr Leuchtturmwärter, wir bringen das Licht schon wieder in Ordnung! Wahnsinn, Leute, das würdet ihr für mich tun? Dann will ich euch auch helfen! Das wird euch vom Hocker hauen! Denn ich zeige euch, ta-da-da-da, die Reverswelt! Tja, was soll ich sagen? Wir wissen schon Bescheid, da ist eine seltsame Röhre, oder? Und sie führt in diese andere Welt, richtig? Oh, das wusstet ihr also schon! Also ja, diese abgefahrene Röhre führt in die Reverswelt! Wenn ihr den Leuchtturm verlasst, erwarte ich euren Wasserfall! Okay, und in der Reverswelt, nehme ich mal an, müssen wir hier mit diesem komischen Leuchtturm irgendwas machen. Noch eine Reverswelt. Verrückt, was man auf abgelegenen Inseln mitten im mysteriösen und fast unerforschten Ozean alles findet. Tja, meine Intuition sagt mir, dass wir uns diese Reverswelt einmal ansehen sollten. Vielleicht finden wir einen Weg, das Licht wieder einzuschalten und gelangen endlich zur Schatzinsel. Hm? Ja. Hätte man erwarten können, muss man sagen. Gut. Was wollte ich gerade sagen? Wieso habe ich es vergessen? Toll. Wirklich, was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich es vergessen, ich Trottel. Also zum einen, ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Zum einen mal, ja, hier der Todd-Kapitän. Im letzten Part hatten wir ja auch so einen deprimierten Todd, der so geknickt reingeschaut hat. Erinnert ihr euch, der das miese Café haben wollte, warum auch immer man sowas haben wollte. Ja, ihr merkt es im Hintergrund, unendliche Dunkelheit. Und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Nicht nur das, sondern irgendwas anderes noch. Auch wieder so ein klassisches Paper Mario Easter Egg. Also als erste Paper Mario fürs N64. Da sprang nämlich auch Koopas aus Büschen hinten hervor. Aber mir kommt es echt so vor, dass Nintendo diese ersten zwei Welten programmiert hat, bevor sie das Spiel vorgestellt haben und den Rest ab dem dritten Kapitel oder eher ab diesem Kapitel hier erst programmiert haben. Dann können wir jetzt halt auch nochmal einen Plooper-Kampf zeigen. Ja, ihr merkt's, der holt sich immer einen Plooper-Stapel zur Verstärkung. So, ich haue volle Kanne mit Hüpfpuschen auf die drauf. Also,
Ja, und mir kommt es halt so vor, die ersten zwei, oder sagen wir die ersten drei, das dritte, na gut, das dritte war jetzt doch schon ein bisschen mehr auf die Story bezogen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Nämlich, mir kommt es halt so vor, Paper Mario Color Splash hat ja einen unfassbaren Shitstorm bekommen, weil es halt so sehr wie Stickers da aussieht und nicht so sehr wie die ersten zwei Teile. Als es das erste Mal angekündigt wurde. Und mir kommt so vor, Nintendo hat da wirklich überraschenderweise mal ein bisschen auf die Fans gehört und, mir kommt es halt so vor, dieses Kapitel hier wurde erst programmiert, nachdem der Shitstorm nach der Ankündigung war. Also, Nintendo sich hier praktisch gesehen jetzt mal auf den Rat der Fans gehört hat und das hier wieder mit Story und so ein bisschen mehr Richtung die ersten Teile wäre. Versteht ihr? Hey Mario, lange nicht gesehen! Ich habe die Toads gebeten, den Weg in die Reverswelt freizugeben. Aber ich muss die Warnung, die Reverswelt ist ein gefährlicher Ort. Und danke dafür, dass du mir mit dem Leuchtturm hilfst. So viel Glück! Alle schon so geknickt, im letzten Part hatten wir ja wirklich so eine Art Genossen. Der Besitzer des Prisma-Cafés oder wie sie ist, so. Aber ich habe mir noch gedacht, hier haben wir doch ein schönes Secret. Warum habe ich mir am Anfang an gleich gedacht, dass dieses, dass der Wasserfall ein bisschen komisch wirkt? Also der kam mir von Anfang an verdächtig vor. Nehmen wir mal an, jetzt muss ich ausschneiden, oder? Oder? Hier rein irgendwie? Komisch, was hat denn das jetzt gebracht? Hier jetzt aus... Das hat mir gar nichts gebracht. Der Wassermagazin geteilt, ist ein Schatz versteckt? Mensch, das ist ja nur eine Wand. Irgendwas muss da sein, aber ich weiß leider nicht was. Schreibt's mir in die Kommentare, vielleicht wisst ihr da irgendwas. Einige meiner Abonnenten haben das Spiel ja schon durch. Oha, ein Speicherpunkt. Ich speichere einfach mal den Ganoven-Guy, den ich offscreen besiegt habe, ab. Denn der hat mir fast schon wieder die gesamte Farbe aus den Bonsai-Hallen genommen. Oha, hier unten ist ja noch was. Das nehme ich schon gerne mit. So, hier sind viele Wege, muss man sagen. Ja, so wie in den ersten zwei Teilen. Also mir gefällt es echt, dass sie jetzt ein bisschen mehr in diese... Oh, da wären wir wieder im Anfangsbereich. Also mir gefällt es echt, dass sie jetzt wieder ein bisschen in diese... Ich muss da wieder den ganzen Weg raufrennen. Also, dass sie jetzt halt mehr in diese... Ionentor-Richtung, sage ich mal, die Kapitel machen wollen. Auch hier mit diesem alles dunkel und so, das hat Hand und Fuß, die Story, muss man sagen. Also storytechnisch, also das erste Kapitel war ja storytechnisch wirklich auf, man kann sich anders sagen, Super Mario 3D Land Niveau. Also die erste Welt, Paper Mario Stickers, da habe ich ja immer gesagt, wäre der ideale Nachfolger zu Super Mario 3D Land. Finde ich zumindest besser als Super Mario 3D World, wenn man es so betrachtet. Aber, es wurde ein Paper Mario. Ursprünglich war es halt auch mit Partnern und dem ganzen Quatsch geplant, aber ich hab's euch ja schon öfters erzählt. Wurde alles verworfen wegen unserem lieben Freund Miyamoto, der irgendwie was gegen innovative RPGs hat. Nein, 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 gegen wen habe ich jetzt? Nee, gegen euch kämpfe ich nicht. Das tut mir leid, aber ihr verschwendet bloß meine Karten. Und noch dazu, noch schlimmer, meine Zeit. Karten habe ich ja genug, aber Zeit. Das ist in Let's Plays etwas wirklich Wichtiges. So, und... Na los, drauf da. So, super. Was machen wir jetzt? Erstmal hier. Ich möchte nicht so viel kämpfen. Im vorletzten Part haben wir viel zu viel gekämpft. So, hier haben wir jetzt mal starke Attacken raus. Hier halte ich überraschend viele von diesen riesigen... Jetzt wollte ich schon Sticker sagen. Karten. Naja... Also den bekämpfe ich, aber danach bekämpfe ich keine Buhus mehr. Ich habe schon genug Farbe. Aber jetzt wird das Kampfsystem wirklich ein bisschen sinnlos, muss man sagen. Naja, weil man jetzt ja schon genug Farbe mit sich umschleppt. Aber ich muss halt auch irgendwie Karten verbrauchen. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das Kampfsystem jetzt so mega gut ist. Ich habe schon in den Kommentaren gelesen. Spiel, Story macht Spaß, aber Kampfsystem ist schlecht. Also mir gefällt das Kampfsystem, aber es ist halt immer ein bisschen fragwürdig, ob das mit den Farben auch wirklich was bringt, immer mehr Farben, Hammerpappen zu bekommen und so. Ob das halt was bringt, ist eine ganz andere Angelegenheit. Moment mal, vielleicht ist hier in der Reverswelt jetzt etwas hinter dem Wasserfall. Genau, hier ist jetzt so ein Riss. Das ergibt Sinn. Oha, hier baue ich so einen Faltungshammer. Was hat Shy Guy? Was sagt Shy Guy dazu? Joho! Er strengt sich ja seltsam, aber ich mag diese Wand. Was haben wir denn hier Schönes drinnen?
glaube, es ist ja noch nicht der Boss. Ja, der ist farblos, aber wie soll ich denn den einfärben? Das ergibt ja keinen Sinn. Wie soll ich denn da oben hinkommen? Von hier aus vielleicht? Ausschneiden? Alter, wie soll ich denn den einfärben? Ich gehe mal den anderen Weg. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Naja, aber ist halt, mir kommt es halt echt so vor, nach dem Shitstorm hat Nintendo sich wirklich was einfallen lassen, sodass das Spiel weniger so Richtung 3D Land und 3D World geht, sondern halt mehr in diese Paper Mario, in diese ursprüngliche Paper Mario Richtung. Story und den ganzen Käse, ihr wisst schon. Na gut, Käse, da ist Sticker Star war Käse, aber das hier gefällt mir schon wesentlich besser. Wirklich, also mir gefällt Color Splash bislang. Kann sich ja im schlimmsten Fall noch ändern, aber ich hoffe es einfach nicht. Wo ist denn das ganze Meer hier hin, wenn ich fragen darf? Und dafür bin ich den ganzen Pier entlang gewandert. Naja, aber nee, wirklich, das hier wirkt viel mehr wie ein richtiges Paper Mario als die ersten Welten in dem Spiel. Das wundert mich halt ein bisschen, dass es jetzt auf einmal so sehr in die... Das ist ja eh... Es wendet sich zum Positiven, das Spiel, von Level zu Level. Und das ist... Aber das wundert mich halt. Ich meine, zuerst sagen sie so, ja... Wir machen nur noch Sticker Star. Es gibt nur noch Sticker Star als Paper Mario. Wenn dem. Ihr habt ja Mario und Luigi, wenn ihr ein RPG spielen wollt. Alter, jetzt habe ich echt langsam Probleme. Ich komme nicht weiter. Moment mal, eine Idee hätte ich da. Ich könnte ja jetzt gegen euch kämpfe ich immer noch nicht. Das hat nämlich keinen Sinn. Vielleicht ist jetzt in der anderen Welt etwas. Ich muss zwar sagen, ich mag die Idee mit den Reverse-Welten, aber irgendwie. Ihr Lastwagen, was habt ihr heute? Habt ihr nicht gemerkt, dass ihr euch ganz dezent übertonen wollte? Diese LKWs. Wann führen die endlich diese nicht lauten LKWs ein? Es gibt irgendwie etwas, was ich wirklich schon die ganze Zeit bei LKWs hoffe, dass es weltweit eingeführt wird. So, hier dürft ihr jetzt hoffentlich genau was getan haben. Genau, und hier, wenn ich den jetzt einfärbe, färbt sich automatisch auch der andere ein. Hahaha. Und ja... So geht's. Na bitte. Man muss eigentlich fast schon vierdimensional denken, ist nicht, oder? Nennt man das vierdimensional denken, wenn es noch eine andere Welt gibt? So Parallelwelten und so? Wie nennt man denn das? Vierdimensional ist ja, glaube ich, dann auch noch, wenn man die Zeit dazu rechnet, oder? Es gibt ja bei Men in Black dieses fünfdimensionale Alien, was irgendwie voll in die vielen Richtungen denkt und unfassbar viele Zukunften sehen kann und so. Was zum... Wow! Bumerang-Brüder? Nein, Eisbrüder. Erstmals aufgetreten in New Super Mario Bros. Wii. Und auch in Paper Mario Sticker Star dabei gewesen. Ja, Hammerbrüder waren eigentlich immer ein bisschen, wie soll man sagen, als Markenzeichen von Paper Mario. Da stand gerade so, wollen Sie OpenOffice auf Ihrem PC installieren? Aber das sieht man zum Glück in der Aufnahme nicht. Nein, ich will nicht OpenOffice auf meinem PC installieren. Ich habe ein anderes Programm für diese Arbeit. Oder war das OpenOffice? Ich weiß gerade nicht. Ich habe es mir gerade nicht durchgelesen, was da gerade stand. Weil ich mich aufs Zocken konzentriert habe. Was bestimmt euch wesentlich wichtiger ist, als wenn ich da jetzt während der Aufnahme irgendwas an meinem PC herumschalte. So. Ich wiederhole es gerne. Ich will starke Karten haben. Das dürfte gut sein. Hüpfuschen en masse. Oder ich glaube, ein Hüpfuschen hätte für den hinteren sogar gereicht, oder? Ich glaube schon. Wollen wir mal schauen. Naja, ein Kartenplatz. Mehr kann auch nicht schaden. Ich würde mir aber halt wirklich wieder so ein Paper Mario wünschen, was, wie soll man sagen, das komplett alte Kampfsystem hat. Man muss ja nicht unbedingt so die Mega-Story nehmen, wie es im Ionentor oder im Super Paper Mario der Fall war. Aber halt einfach gute Nebenstories mit ein paar schönen Partnern. Man kann ja die aus der Sticker Star Beta nehmen. Die sahen ja gut aus, auch wenn der Kettenhund jetzt nicht so individuelles Charakterdesign hatte. Darauf konnte man aufbauen. Aber sie haben es nicht getan. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Kopfkratzen.
Ich habe keine Lust mehr zu kämpfen. Langsam frage ich mich halt, ob das mit dem ganzen Kämpfen überhaupt noch Sinn hat. Den machen wir noch platt. Ja, langsam. Ich meine, wir leveln ziemlich langsam auf und wir haben eigentlich, um das Spiel weiterzumachen, genug Farbe. Also am Anfang des Spiels war es wirklich sinnvoll, weiter aufzuleveln mit der Farbe. Aber jetzt, muss man sagen, enttäuscht mich das schon ein wenig, dass es jetzt fast gar nichts mehr bringt. Schade eigentlich. In den anderen Paper Marios... Na gut, Super Paper Mario! Aber da war es halt nicht so aufwendig zu kämpfen, in Super Paper Mario. Da konnte man ja immer auf die Gegner draufhüpfen und so ganz einfach aufleveln. Auch wenn es da auch nicht viel Sinn hatte, noch irgendeinen Verteidigungspunkt und so hochzuschrauben. Das war auch ein bisschen confused, dass man da immer die Verteidigung bei jedem zweiten Level up erhöht hat in Super Paper Mario. Ja, Super Paper Mario zählt für mich auch nicht zu dem richtigen Paper Mario. Story war gut, aber was mir in Super Paper Mario gefehlt hat, waren die Partner. Ich sag's immer wieder, ein Paper Mario ist kein Paper Mario, wenn es keine Partner hat. Und das hatte Super Paper Mario nicht. Also, wie soll man sagen, ich zähle es noch irgendwie zu den Paper Marios dazu. Was auch der Fall von... Was ist jetzt los? Achso, eine Kamera an Sicht. Wow, dunkel und unheimlich. Wow, 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 weg hier, weg hier, weg hier. Gegen euch kämpfe ich nicht alle. Da brauche ich einen Stern, oder? Was zum... Wieso denn? Was habe ich denn gemacht? Nee, gegen euch kämpfe ich nicht. Lauf, 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 Mario! Lauf, 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 so schnell es geht! Schnell nach oben! Nach oben, 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 oben! Oben! Na endlich! Haha, so kann ich es erkennen. Oha! Ui, 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 ui. Wow, wow. Was geht hier ab, wenn ich fragen darf? Die kommen mir auch ein bisschen zu overpowered vor. Was pickt denn da an meinem Finger? Ja, ja, ja. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Was? Nein! Wieso nicht? Ich hasse sinnlose Gegnermassen. Alter, wenn ich jetzt nicht abhaue, machen die mich kalt. Ja. Und jetzt schnell weg. Die Farbe hier unten liegt noch da. Hier geht ein Weg durch. Aha, hier haben wir... Hier geht's durch. Da hinten liegt auch gerade griffbereit die Farbe. Ja, so will man das doch sehen. Nehmen wir mal an, genau hier ist das gleiche. Gar keine so schlechte Idee, muss man sagen. Gab es in Super Mario 3D World auch sowas, wo man da stampfen musste, um... Ah, jetzt ist die Kiste in der anderen Welt nämlich weg. Versteht ihr? Okay. Geht's hier weiter? Ja. Wow, ganz schön groß eigentlich das Areal hier. Oh, haben die Farbe verpufft auch nach einiger Zeit. Ihr merkt im Hintergrund, die Farbe bleibt nicht mehr dauerhaft einkoloriert. Ups, na. Ja. Oh, komisch. Kommt mir irgendwie vor wie in so einer Hacker-World. Oh, das könnten wir gebrauchen. Eine Glühbirne. Ich glaube, das ist ja schon der letzte Level vor dem Boss-Level, oder? Hm. Ja, Glühbirne, die gab es auch in Stickers da, in diesem Yoshi-Sphinx. Hm. Mensch, ich finde halt immer noch ein Paper Mario braucht Partner, muss man sagen. Ohne Partner fühlt man sich halt nicht wie in einem richtigen RPG, versteht ihr? Naja, Paper Mario soll doch kein RPG mehr sein, ich weiß, das ist ja gerade das Schlimme. Nein! Nein! Wehe, wenn mich der jetzt kalt macht. So.
Ich muss jetzt aber einen Pilz nehmen, denn wenn ich jetzt nicht richtig abhauen kann, dann... Wo haben wir denn diese Riesenpilze? Ah, Pilz, hier haben wir einen. Aber den benutze ich nur, um mich aufzufrischen. Eigentlich auch ein bisschen dumm, dass man diese Karten nicht auf der Oberwelt benutzen kann. Und... Wow. Sag ich doch. Oder hätten die mich kalt gemacht? Ich glaube schon. Komm, ich hab, was ich haben will. Hier bin ich nicht mehr zu suchen in der Reverse-Welt. Warum? Als ob ich das jetzt vorher geahnt hätte. Ich hab doch volle Kanne auf den Knopf geschmettert. Wieso hat's nicht funktioniert? So, lauf, Mario. Und... Ja, weg da, weg da, weg da mit dem Klempner. Ja, ihr seht so raus. Man hätte das hier besser machen können, indem man auf die Stufen keine Farbkleckse hingelegt hätte. Denn dann hätte man wirklich leveln müssen, um die durch diesen Mini-Bereich da zu kommen. Versteht ihr? Dann hätte das Leveln wirklich mehr Sinn gehabt, hätte es öfter so Passagen gegeben. Das Problem an der Farbe ist halt, die liegt überall herum. Das Spiel hätte wesentlich mehr Gründe zum Aufleveln gehabt, hätte es halt nicht so viele... wäre die Farbe halt nicht überall. Dann hätte man wirklich mehr Gründe zum Kämpfen. Also da hat Nintendo sich wirklich eines der besten Elemente des Spiels, halt das neue Level-Up-System, selber verbaut, kann man schon fast sagen. So. Komm, komm, komm. Wir wollen ja alles erhellen. Ich bin sicher, da hinten verbirgt sich auch wieder ein Farbstern. Mir fällt gerade auf, hier, diese Linien, die hier so ein bisschen strichliert sind, die sind in der Reverse-Welt anders, oder? Ach so, ich habe gedacht, die wären in der Reverse-Welt auch gewesen und die hätte ich zerstören sollen. Wer war denn jetzt in dieser Kiste da oben im obersten Stock? Aha, ein Rittertod! Du hast die Kiste aufbekommen, wie hast du das angestellt? Blauer Rittertod Nummer 22! Okay, die braucht man, glaube ich, später für irgendein anderes Kapitel. Gut, jetzt die Glühbirne. Ausschneiden! Da braucht man gar nicht lange überlegen. Da weiß jeder, wo was da reinkommt. Übrigens, ich habe übrigens nachgeschaut. Was für ein komischer Satz. Also, ich habe nachgeschaut, ich habe in der Tat zweimal Luigi verpasst. Nämlich im Kupfer Canyon und im Colosseum wäre Luigi zu finden gewesen. Die holen wir dann auch, die beiden Luigi-Locations holen wir dann auch noch nach. So, Licht. Es wäre Licht. Und? Dafür sind Leuchttürme ja da. Aha, da hinten haben wir ihn, den nächsten Farbstern. Oh oh, da hinten sehen wir schon den Todesschädel, der schon im Adventure Unfolds Trailer des Spiels zu sehen war. Oh yeah! Party hard! Ein Farbstern! Oh, aber ich glaube, das hat Fabian gesagt, oder? Ist es mir auch egal. Auf zum Farbstern! Den Level hätte ich mir besser vorgestellt, muss ich sagen. Der Level hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ne, wirklich, da... Mit dem Leuchtturm hätte man irgendwas Gruseliges anstellen können. So richtig auf Piraten der Karibik oder Scooby-Doo-Style. Aber das war, ehrlich gesagt, bislang der schlechteste Level im Spiel. Tut mir leid. Der letzte war gut, aber dieselbe Idee gleich zweimal. Oh Mario, dir geht's gut. Wir haben gerade einen Schrei aus dem Leuchtturm gehört. Ich dachte schon, jetzt könnte ich zur Abwechslung mal dich retten, aber es war am Ende wohl nur ein falscher Alarm. Der Leuchtturm ist auch wieder in Betrieb. Dann können wir jetzt die Segel setzen. Alles ist gut. Dann setzen wir auch die Segel. Och, er hätte uns gerettet. Das ist ja süß. Naja, zurück zum Schiff. Was redet Fabian für einen Quatsch? So. Ja, also, weiß nicht, der Level hat mir irgendwie nicht so gefallen, muss ich sagen. Könnte, das mache ich jetzt auch. Ich nehme jetzt einfach zwei Parts auf, oder? Mal schauen. Ja, auf zum Farbstern. Sag bitte nicht, ich komme jetzt aus dem Level raus. Nein, denn dazu müsste man, um aus dem Level rauszukommen, wie ich es nach dem Ende des letzten Parts gemacht habe, müsste man den auch so ansprechen. Okay. Dieser bedrohliche Schädel, genau wie im Logbuch des Kapitäns, das muss die Schatzinsel sein. Wir haben die Irrsee, Strudeln und der Finsternis getrotzt und jetzt sind wir endlich hier. Wir haben es geschafft. Genau, und im nächsten Part bin ich mir ganz sicher, müssen wir uns mit einem Koopaling anlegen. Wäre cool gewesen, wäre irgendwie Cortez. Ich muss ja gar nichts einsammeln.
Cortez wäre zurückgekehrt, das wäre cool gewesen, aber wir wissen ja, Cooperlinge, lineare Charaktere, lineare Story, schade. Okay, aber, achso, ich habe gedacht, es geht, ist da überhaupt ein Level? Ich denke mir noch, da muss ja irgendwo ein Level sein. Okay, das, habe ich eigentlich die 100%? Ich glaube nicht, oder? Aber das kann ja noch kommen. Nein? Habe ich da schon wieder was verpasst? Werden wir irgendwann nachholen. Also bis zum nächsten Part. Tschüss.